Ja, in diesem zweiten Teil wollen wir eine sehr wichtige Identität herleiten und dazu müssen wir uns mit einer geometrischen Reihe beschäftigen. Die geometrische Reihe wird folgendermaßen definiert. Geometrische Reihe zum Index n von der Zahl z ist 1 plus z plus z Quadrat plus z hoch 3 plus, sagen wir noch, z hoch 4 plus und so weiter bis z hoch n. Also die geometrische Reihe ist natürlich durch diese Zahl z bestimmt und durch den höchsten Index, der hier als Potenz auftritt von z. Und natürlich kann diese Reihe beliebig viele Glieder enthalten und es wird natürlich sehr umständlich, diese Summe dadurch potenzieren und addieren zu berechnen. Und daher ist es notwendig, eine Kurzform, eine Summenformel zu finden, die wesentlich eleganter ist. Und das geht sehr leicht, indem ich diese Definition der geometrischen Reihe mit 1 minus z multipliziere. Dann steht hier natürlich 1 minus z mal geometrische Reihe gn von z. Und hier haben wir 1 plus z Quadrat plus z hoch 3 plus z hoch 4 plus, und hier schreiben wir die Lücke hin, dann nehmen wir noch das z hoch n minus 1 rein plus z hoch n, das letzte Glied, mal 1 minus z. Wunderbar. Wir bearbeiten jetzt die rechte Seite. Der 1er wird diese ganze Reihe einfach nur reproduzieren. Wir haben dann 1 plus z Quadrat plus z hoch 3 plus z hoch 4 plus und so weiter plus z hoch n minus 1 plus z hoch n. Und jetzt multiplizieren wir minus z mit dieser ganzen Reihe. Das können wir sofort machen. Also der 1er mit minus z ergibt minus z. Z mit minus 1 gibt minus z Quadrat, dann haben wir minus z hoch 3, minus z hoch 4, dann haben wir minus und so weiter. Jetzt das z hoch n minus 1 gibt natürlich minus z hoch n und hier haben wir z hoch n plus 1. Wunderbar. Und wir sehen jetzt sofort, was der Zweck dieses Tricks war. Wir sehen, dass hier diese Glieder dazwischen alle sich gegenseitig aufheben und es bleibt nur das erste Glied und das letzte Glied mit einem Minus versehen übrig. Wir haben also alles insgesamt vereinfacht zu 1 minus z hoch n plus 1. Und übertragen wir jetzt die linke Seite nach unten, dann sehen wir wunderbarerweise, ist g von n, also diese ganze Reihe hier, von z ist gleich wie 1 minus z hoch n plus 1 durch 1 minus z. Das ist das bekannte Ergebnis, das überall in der Welt angewendet wird. Spätestens bei der Zinseszinsrechnung und ähnlichen Dingen braucht man das. Das ist also die Summenformel für die geometrische Reihe hier oben. Und mit dieser Summenformel werden wir jetzt nützliche Identitäten ableiten oder eine nützliche Identität ableiten, die es uns gestattet, diese Größen S, P und Q umzuwandeln, um sie dienstbar zu machen bei der Lösung von nichtlinearen Gleichungen. Das geschieht auf der nächsten Tafel. Ja, hier ist also noch einmal das Ergebnis angeschrieben. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier noch die vorletzten und vorvorletzten Glieder vor dem letzten Glied noch inkludiert habe in der Darstellung. Und wir haben also diese Summenformel statt dieser aufwendigen Form gefunden. Jetzt ist der Trick folgender. Wir sagen nun, wir wollen ja zwei Variablen haben. Wir sagen nun, z, diese eine Zahl, sei jetzt y durch x. Also wir ersetzen hier das z durch y dividiert durch x. Das machen wir zunächst einmal auf der linken Seite. Dann haben wir 1 plus y durch x plus y² durch x² plus y hoch 3 durch x hoch 3 plus y hoch 4 durch x hoch 4 plus und so weiter, bla bla plus. Und hier haben wir y hoch n minus 2 plus y hoch n durch x hoch n. Und hier auf der rechten Seite wäre es dann natürlich 1 minus y hoch n plus 1 durch x hoch n plus 1 durch y durch x. Wunderbar. Okay,
Was wir jetzt im nächsten Schritt machen, ist, dass wir hier links und rechts den gemeinsamen Nenner suchen. Hier wäre x hoch n. Wir hätten also als gemeinsamen Nenner auf der linken Seite x hoch n. Dann müsste der 1er x hoch n sein. Dann haben wir hier x hoch n minus 1 zu ergänzen, damit wir unten x hoch n haben. Und dann hätten wir das y, y hoch n minus 2. Dann haben wir das Spiel hier x hoch 1, also x, y hoch n minus 1. Und jetzt wäre ich ein bisschen verlegen, weil ich noch den Bruchstrich verlängern muss. Plus zum Schluss nur noch y hoch n. Wir brauchen da nichts mehr ergänzen. Und auf der rechten Seite machen wir Folgendes. Also in die nächste Zeile übertragen wäre also x hoch n plus 1 minus y hoch n plus 1 durch gemeinsamen Nenner x, plus, x hoch n plus 1. Und unten haben wir x minus y durch x als gemeinsamen Nenner. Diesen Doppelbruch kann man leicht auflösen. Wir haben dann eben x hoch n plus 1 minus y hoch n plus 1 durch x minus y. Und dann haben wir hier, der Kehrwert ist hier oben ein x und hier haben wir ein x hoch n plus 1, was in letzter Konsequenz 1 durch x hoch n ergibt, da wir hier eine Kürzung vornehmen können. Und hier bleibt übrig x hoch n plus 1 minus y hoch n plus 1 durch x minus y. Okay, was wir also sehen, diese linke Seite, hier die rechte Seite, der gemeinsame Faktor x hoch n im Nenner, der macht uns keine Probleme. Wir können ohne rot zu werden multiplizieren mit x hoch n. Ja, dann fällt der auf beiden Seiten weg. Er soll ja nicht 0 sein. Und wir haben also folgende Identität. X hoch n plus x hoch n minus 1 mal y. Das haben wir y hoch n. Diese Summe hier muss gleich sein. X hoch n plus 1 minus y hoch n plus 1 durch x minus y. Das ist also unsere Identität. Die ist auch sehr bekannt. Ja, sollte eigentlich sehr bekannt sein, ist sie aber leider nicht in dem Maße, wie sie es verdient. Und jetzt können wir natürlich auch ein bisschen spielen. Wir können diese Identität auch für einen anderen Fall erweitern, nämlich wenn wir, schreiben wir es hier hin, das y ersetzen durch minus y. Was passiert dann? Das x bleibt natürlich in seiner Form erhalten. Wir hätten dann x hoch n. Und aus dem y im zweiten Glied würde ein minus y, also hätten wir ein minus x hoch n minus 1 y. Was wäre hier? Das y Quadrat ist unempfindlich gegen Vorzeichen, also bliebe hier das y mit dem Plus, also x hoch n minus 2 y Quadrat. Hier haben wir y hoch 3. Wenn ich ein negatives y habe, wird auch hier ein Minus entstehen. Dann habe ich x hoch n minus 3 y hoch 3. Dann wäre wieder ein Plus und so weiter. Und jetzt ist es natürlich abhängig davon, welches Vorzeichen dieses yn hoch minus 1, also hoch n minus 1 hat. Also das Vorzeichen ist ungewiss, daher müssen wir hier ein Plus nehmen. Letztlich würde aber sozusagen immer ein Plus von einem Minus abgelöst. Welche Reihenfolge das in diesem Fall hat, wissen wir nicht. Das heißt, wir schreiben das hier so hin, x² mal minus y hoch 2 n, n minus 2, sorry, und hier haben wir natürlich dann auch ein Plus x mal minus y hoch n minus 1 und zum Schluss ein Plus y minus y hoch n. Über die Aussage über das Vorzeichen ist in dem Fall nicht möglich. Und als Summe hätten wir dann eben ein x hoch n plus 1 minus minus y n plus 1, auch hier hängt es von n ab, welches Vorzeichen überlebt, aber unten ist ganz sicher ein Plus, ja, wenn wir für y ein Minus einsetzen. So, diese beiden Formen werden wir jetzt im Gedächtnis behalten und gehen dann endlich auf unsere SBQs los, die wir auf der letzten Tafel noch einmal aufgeschrieben haben.
Und wir werden jetzt also für verschiedene Ends die entsprechenden Identitäten hinschreiben und dann Beziehungen zu SPQ herstellen, die es uns dann später ermöglichen, gewisse nichtlineare Gleichungen sehr einfach zu lösen. Ja, hier steht also noch einmal diese Identität an der Tafel für x und y beliebige Zahlen. Und im Nenner haben wir hier s minus. S minus ist ja, wie wir uns erinnern, x minus y. Wir wollen aber s haben, auch haben. Das ist ja auch ein interessanter Fall. Und das gewinnen wir, wenn wir y durch minus y ersetzen. So, und da müssen wir natürlich schauen, wie die Zahlen n bzw. n plus 1 beschaffen sind. Wenn jetzt n plus 1 ungerade ist, dann ist natürlich n gerade. Und dann haben wir x hoch n plus 1. Dann haben wir minus y hoch n plus 1, ist aber ungerade, ist negativ, also ergibt es mit dem negativen Vorzeichen hier ein Plus. Also haben wir yn plus 1 zu Potenz erhoben und zwar addiert zu x hoch n plus 1. Und unten haben wir natürlich sicher plus y, das ist dann s, so wie wir es haben wollen. Jetzt gehen wir in diese Identität hinein, x hoch n, da haben wir jetzt natürlich ein Minus, x hoch n minus 1 y, dann haben wir ein Plus x hoch n minus 2 y Quadrat und jetzt haben wir y hoch n minus 1, minus 2, sorry, und damit ist y wieder gerade und es muss hier ein Plus sein. Y hoch n minus 2, n minus 2 muss natürlich dann wieder gerade sein. Also haben wir x Quadrat y hoch n minus 2, dann muss ein negatives Vorzeichen kommen, denn n minus 1 ist genauso wie n plus 1 ungerade. Also haben wir hoch x y hoch n minus 1 und zum Schluss haben wir wieder plus y hoch n ist ja n gerade. Ne? So, wenn jetzt n plus 1 gerade ist, dann ist natürlich n ungerade, klarerweise. Und wir haben dann den Fall, wo x hoch n plus 1 minus y hoch n plus 1 dividiert durch x plus y ist. Also x hoch n plus 1 minus y hoch n plus 1 durch s, könnte man auch sagen. Dann bleibt natürlich der erste Teil gleich wie oben. Und jetzt beginnt es natürlich mit einem Minus, denn n minus 2 muss natürlich dann auch ungerade sein. Also haben wir x Quadrat y hoch n minus 2 plus x y n minus 1, y hoch n minus 1 ergibt natürlich auch wieder positiv und dann haben wir zum Schluss minus y hoch n. Das wären also die Fälle und diese drei Identitäten, die wir jetzt gewonnen haben, die werden wir jetzt auf konkrete Fälle anwenden.